Frage. Hans-Joachim Watzke hat heute den Vertrag verlängert, ist jetzt bis 2019 Geschäftsführer beim BVB. Einmal seine Bedeutung für den Verein. Ja. Aber nicht viel. Können wir nochmal anfangen? Ja, okay. Gewusst, nee, ich wusste nicht. Warum sagst du denn nichts? Oder du wolltest es auch nicht? Doch. Achso, Entschuldigung, mach nicht. Alles klar. 2019. Dann, kannst du ja, können wir jetzt ja endlich anfangen. Ja. Genau, da kann er jetzt. Und zum anderen hat Ihr Geschäftsführer gesagt, er empfindet momentan eine tiefgründige Disharmonie zwischen dem BVB und den Bayern. Das habe ich gerade gedacht, zwischen der Geschäftsleitung und, der Sport- und dem sportlichen Bereich. Seit gestern. Zwischen dem Gegner am Mittwoch und ihm. Können Sie diese Ansicht teilen? Harmonie, Disharmonie? Nein. Also ich habe mit Disharmonie schon lange nichts mehr zu tun. Ja, ich habe als Kind Keyboard gelernt. Herr Runze für Nippon TV, wenn genau. Ich das richtig in Erinnerung habe. Fürs japanische Privatfernsehen. Endlich mal wieder, Endlich mal wieder die Japaner. Ja. Herzlich willkommen. Herr Klopp, vorgestern hatten wir das Vergnügen, auch beim Training dabei sein zu können. Nach dem Training hat man Sie sehr entspannt mit Shinji sich unterhalten sehen. Worüber haben Sie sich unterhalten und in welcher Sprache haben Sie sich unterhalten? Japanisch. Zwei Jahre japanisch gebüffelt für den Tag. Danny. Herr Jürgen, vor 3 Jahren bei der BVB-Rückkehr in die Königsklasse hieß die Auftaktpartie auch bereits BVB gegen Arsenal. Am Ende der Gruppe schied man aus. Jetzt im Gegensatz zu Arsenal könnten morgen... Ich bin so froh, dass immer unsere Mitarbeiter mit dem schlechtesten Gefühl aus der PK rauslassen. Aber vielleicht kannst du... Die Frage ist noch nicht zu Ende. Ja, vielleicht schaffe ich den Bogen dann noch. Im Gegensatz zu Arsenal könnten morgen bis zu 7 unserer Jungs, die vor 3 Jahren in der Startelf standen, auch morgen spielen. Inwieweit hat sich deine Mannschaft auch in der Zeit, in den letzten 3 Jahren weiterentwickelt, Schritt nach vorne gemacht? Und wie weit haben sich die Vorzeichen dieser Partie geändert? Brauchen wir alleine für die Frage 5 Minuten. Ich würde erstmal die Frage machen. Alles. Everything. Cool. Die Frage ist damit hinreichend beantwortet, glaube ich. Absolut. Ja, gerne. Okay. The question has been answered. Hier eine Kollegin der zweiten. Hallo, Christian Bayer von Puls 4 aus Wien. Ich habe Arsène Wenger vorhin schon gefragt. Zwei große Trainerpersönlichkeiten treffen da morgen aufeinander. Ein bisschen überspitzt, Herr Klopp, haben Sie im letzten Jahr gesagt. Ich liebe Arsène Wenger. Ich habe letztes Jahr gesagt, zwei große Trainerpersönlichkeiten treffen aufeinander. Nein, das habe ich jetzt gesagt. Aber die Drogen absetzen. Nein, aber Sie haben überspitzt gesagt, das glaube ich, haben Sie gesagt, ich liebe Arsène Wenger jetzt aber seriös. Was würden Sie denn sagen? Was sind die größten Gemeinsamkeiten und die größten Unterschiede zwischen Ihnen beiden? Ich habe schon von vielen Österreichern gehört, dass die Wiener ein bisschen anders sind. Aber ich liebe Arsène Wenger, habe ich gesagt. Also ich finde ihn echt cool, aber von Liebe, das habe ich leider im Rest nicht verstanden. Was war nochmal? Was sind denn die größten Unterschiede und vielleicht aber auch die größten Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden? Oh. Willst du direkt antworten? bitte. Mr. Klopper, I have raised the same question to Arsene Wenger. I spoke of two very great characters of managers, and then I think you said, last year you said, I love Arsene Wenger. Did I say that? Well, hold up. Maybe. I heard of people from Vienna. Sometimes are a little bit different, but well, I don't know. I don't know if I. No, I didn't say I love the guy. Well, actually, he's very nice, very sympathetic, and a very intelligent man. I just had the opportunity to meet Arsene Wenger at the Trainers Congress, so I don't know how. Oliver Müller, Sport 1, Mr. Wenger. Just because it's our special interest as German journalist, I would like to ask you how satisfied you are with the performances and the development of the German players at Arsenal, although maybe they had not the best preparation because their long stay at the World Cup. If you could answer in German, would be nice. In German would be nice. Why do you ask me the question in English? Because I wanted to prove that I can only speak also a foreign language. Your English is very good. Thanks a lot. Ich habe so ein bisschen Sorgen um mich. Bijan, bitte eine Frage, die dafür sorgt, dass er mich nicht wieder haut.
Na, ich hoffe nicht. Jürgen, du hast es vorhin gerade angesprochen, tiefstehende Mannschaften, das Thema. Rechnest du damit, dass Hannover sich möglicherweise auch wieder sehr tief hinten reinstellen wird, so wie Köln, Hamburg? Und was wäre ein adäquates Mittel, um da jetzt die nötigen Räume zu schaffen? Ja, nicht hauen. Wenn jetzt die vorhin in der Kamera vorkommt, haue ich dir eine rein. Ach, bitte. Also Flach- und Schnellspiel über die Flügel in den Rückraum kommen und all so ein Zeug. Tomorrow, it's of course against Juve. It's one of the most historic games for Borussia Dortmund because we won the biggest title of this club against Juventus Turin. And I told my team that if you win Champions League, you can live your whole life on this. You don't have to work like Michael Zorc and Lars Ricken and so on. So it's and so it's a big target for us. Dass hier so wenig los ist, finde ich übrigens bestätigt das Klischee, dass Studenten und Journalisten bei schönem Wetter was Besseres zu tun haben. Jürgen Kors ist da, Ruhrnachrichten, bitteschön. Ja, der trotz tollem Wetter hier hergekommen ist. Sehr gerne sogar. Mit der Frage, was Sie gestern Abend kurz nach Mitternacht gemacht haben und was Sie gedacht haben, als das DFB-Pokal-Halbfinale ausgelost worden ist mit dem Auswärtsspiel in München. In dem Moment, als die Spiele endeten, wusste ich, dass wir Bayern München ziehen werden und habe mir deshalb die Auslosung gar nicht angeguckt, sondern habe zu dem Zeitpunkt Law and Order geguckt auf 13th Street. Quatsch, ich kann mich regelmäßig über das amerikanische Rechtssystem aufregen, wenn ich das angucke, aber ansonsten hatte ich einfach die Spiele alle gesehen und muss jetzt nicht noch die Auslosung live verfolgen. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Doch, dann tut mir eingefallen, lass mich nicht so lange warten, Pressekonferenz läuft. Das heißt noch was du hast noch was anderes parallel zu tun. Twittern, ja. Alles klar. Dir große ich bin ganz froh, wenn die Leute mal nachdenken, bevor sie fragen. Also mach nicht so eine Hektik. Ich muss erst nachlesen. Nachlesen? Ja, die Kollegen vom BSkyB haben mich gebeten, aus England ihnen eine Frage zu stellen. Okay, wir hören dann doch auf. Ja, die Chance ist vertan. Ja, diese Kollegen aus England sagen, dass ja irgendwie quasi jeder Club sie gerne haben möchte. Die Journalisten möchten sie alle haben. Ganz England leckt sich die Finger nach ihnen. Ehrt sie das so ein bisschen, dass die Premier League so Riesenstücke auf sie hält? Nein, ich weiß überhaupt nicht, ob das so ist und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig. Und wenn die Journalisten mich eine Weile besser kennen, so wie ihr, dann werden sie auch keiner mal die Finger nach mir lecken. Also dementsprechend ist das ja... Entschuldigung. Hallo. 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 Kalte. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinalspiel beim FC Bayern München. Wir reden ungern über private Dinge, Jürgen, aber manchmal gibt es Dinge, die sich in der Stadt vervielfältigen. Da kommen Multiplikatoren und es gibt Gerüchte und heute beziehen wir einmal Stellung zu einer privaten Angelegenheit. Richtig? Ja, ich bin damit eben erst konfrontiert worden. Man hat mir gesagt, dass ich den Verein verlasse, weil meine Frau mich rausgeschmissen hat und ich ein Verhältnis mit einer Spielerfrau hätte. Boah! Also nicht die tolle Spielerfrau natürlich, aber... ja, ich bin in meinem Leben ehrlich gesagt relativ selten mit Gerüchten konfrontiert worden, die mich interessiert hätten. Aber das so ein Gerücht, das können wir auch direkt wieder ad acta legen. Ja? Ich liebe Ulla nach wie vor. Von ganzem Herzen. Jetzt bin ich nicht rausgeschmissen, hätte zigfach einen Grund dafür gehabt, möglicherweise. Also aber nichts, dass ich mit einer anderen Frau gehabt hätte, sondern weil ich ein bisschen doof bin. Aber auch das ist nicht passiert. Jetzt und haben dementsprechend. Viele Männer Hoffnung gemacht. Ne? Ja. Ja. Ist das nächste Gerücht? So, okay. Also, alles cool. Bei mir zu Hause zumindest ist alles cool. Ja? Das ist so gut zu Hause, dass wir können sogar noch was abgeben fürs Berufliche. So, damit wäre das Thema hoffentlich auch geklärt. Weißt du was? Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstagnachmittag gegen Hertha BSC, wie immer mit Jürgen Klopp, nicht wie immer mit einer Vertretung der Dortmunder Feuerwehr. Herzlich willkommen. Und mit einigen Abiturienten, die einen Kurs zum Thema Sportjournalismus belegt haben, auch ein herzliches Willkommen. Wir warten auf Ihre Fragen. Guckt euch genau um. Wollt ihr das wirklich werden? Wir können uns da nochmal drüber unterhalten.
Schön, die Illusion ist auch weg. Wir warten auf Ihre Fragen und sind schnell mit dem Mikro bei Ihnen, wenn wir denn einen rechtzeitig nach oben gehenden Finger sehen. Die Feuerwehr so. Braucht Nachwuchs. Deswegen ist was Sinnvolles. Wer möchte denn anfangen? Jetzt keiner. Ja, so einfach ist das. Dann könnte das eine relativ kurze Pressekonferenz werden, aber Peter Schwennecker macht den Anfang vermutlich mit der Frage nach dem Verletzten. Bitte. Weil er kein Sportjournalist ist. Nee. Herr Klopp, eine Frage zur Champions League. Wie beurteilen Sie die Leistung von Lionel Messi gestern? Brauchen wir dazu echt noch einen O-Ton von mir oder was? Ja, war nicht so schlecht, gell? Bitteschön. Abseits vom BVB noch, am Samstag wird Trainer Jupp Heynckes oder Jupp Heynckes 70 Jahre alt. Es wäre nett, wenn Sie aus Ihrer Erfahrung über Jupp Heynckes ein paar Worte über den Trainer und Menschen Jupp Heynckes verlieren könnten. Ich würde mal sagen, beispielgebend seine Karriere beendet mit dem Triple. Weiß nicht, ob das schon mal jemand so cool hingekriegt hat. Ja, ist topfit und kerngesund aus diesem nicht wenig intensiven Berufsleben. Hat er sich verabschiedet und ich wünsche ihm einfach, dass er diese Zeit jetzt wirklich genießt. Wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Unsere Hunde haben gleich einen Tierarzt. Sind beide sehr zufrieden. Da muss einer von euch beiden aber mal weit fahren, nehme ich an. Philipp, ich finde, du hast das ganz subtil gelöst. Mal gucken, ob der Heiko Niederer von der Bild das so auch hinkriegt. Subtil kann ich nicht. Boris, jetzt meine Highlight-Frage, bitte. HSV. Ja. Beim letzten Mal, als wir gegen HSV gespielt, hast du mich daran erinnert, dass das mein Ass geht? Nein, du mich. Also du wolltest es rauskitzeln. Nee, du hast angefangen, du hast gerade eine super Serie gegen. Mittlerweile weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Genau. Ich wollte was anderes fragen. Du hast gerade gesagt, der HSV im Grunde gegen die Bayern mussten sie das Spiel nicht machen. Gegen Frankfurt mussten sie dann gegen den Gegner anspielen. Wird das im Grunde dann die besondere Aufgabe sein, am Samstag genau diese Aufgabe zu lösen? Wenn Fußball so leicht wäre, dann könntest du eine Mannschaft trainieren. Also vielleicht du nicht, aber viele andere. Ja. Ich bin mit einer E-Jugend schon mehrfach ohne Gegentor geblieben. So, oder? Ja. Ja, das ist immer. Da sind die Tore auch noch kleiner, du erinnerst dich? Ja. Und meistens haben dicke Jungs im Tor gestanden, aber egal. Ja, war echt schwierig. Zeiten haben sich verändert, das kann ich dir schon mal sagen. So. Ja, coole Idee. Wir stehen in Dortmund und stellen uns hinten rein. Lassen ein HSV-Spiel machen. Denke ich drüber nach. Jürgen, du hast gerade gesagt, wenn man Zahlen wiederholt, da ging es gerade um eine negative Zahl, dann wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass sowas nochmal eintritt. Macht das Sinn, andere Zahlen zu wiederholen, dass Borussia Dortmund seit 11 Jahren kein Auftaktspiel eines neuen Jahres mehr verloren hat, dass Dortmund in Leverkusen immer gewonnen hat, wenn man am ersten Spieltag gegen sie verloren hat und dass du mit dem BVB in Leverkusen noch nie verloren hast? Das führt zumindest dazu, dass ich mich jetzt dramatisch besser fühle. Aber wie wir beide wissen, ist trotzdem mein Glaube an Statistiken jetzt nicht so übermäßig groß. Aber wir haben möglicherweise Leute im Kader, denen das gut tut. Deshalb schreib's auf auf einen großen Zettel und ich häng's dann in der Kabine auf. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich liebe dich, Boris. Ja? Ja. für solche Dinge. Ja. Das ist sonst immer frei, Boris. Wir gehen aufs Kamerapodest zu Bijan. Ja, hallo Jürgen, wir haben auch eine Zuschauerfrage bekommen und zwar von Anna Strube. Sie schreibt, hallo Herr Klopp, Sie haben mal gesagt, dass man sich an die einzigartige Atmosphäre im Stadion und an die Südtribüne nicht gewöhnt. Was löst es bei Ihnen aus, zu wissen, dass Sie vorerst zum letzten Mal in dieses Stadion einlaufen werden und kann man das irgendwie besonders genießen? Und zusätzlich fragt sie noch, werden Sie die Statistikfragen von Boris Rupert vermissen? Definitiv. Ich kann erstmal fragen, mal vielleicht mit dem unwichtigen Teil der Frage an. Ich werde Boris vermissen. Aber das geht. Also wir kennen uns ja glücklicherweise. Ich bin nicht ganz unbeteiligt an seinem neuen, an verschiedenen Entwicklungen in seinem Leben.
nicht komplett. Und dementsprechend ist es durchaus möglich, dass wir nochmal Kontakt haben werden. Und wenn ich irgendwann ein Interesse finde an einer völlig blödsinnigen, unnützen Statistik, dann weiß ich auch, wer mein Telefonjoker sein wird. Ich könnte rausgehen und mich bei jedem Einzelnen bedanken für die Unterstützung bei den Leuten, die nicht ins Stadion kommen und trotzdem BVB-Anhänger sind, für die Unterstützung, für die Wertschätzung, die wir hier erfahren durften. Cirko ist direkt nach dem Abpfiff in die Kabine gegangen, weil er es nicht konnte, als ich da verkrochen. Peter hat es auch versucht durchzustehen. Es ist nicht leicht, da ein Kerl zu bleiben sozusagen. Die Tränen waren natürlich dabei. Es ist wunderschön. Ich liebe dieses Stadion. Es hat einen Mörderspaß gemacht. Die Leute sitzen so weit oben. Ich habe versucht, jedem Einzelnen zu winken. Möglicherweise nicht gelungen, aber es darf sich jeder bewunken fühlen. Und ja, ich bin echt froh, dass wir das noch so hingekriegt haben. Das sah lange nicht so aus in der Saison.